Donnerstag, 4. November 2021, Marktplatz von Bad Wildungen. Nein, kein Brand. Das Team Grisou startet mit seinem Spendenlauf zugunsten des Kreisfeuerwehrverbandes Ahrweiler. Zahlreiche Helfer und Zuschauer hatten sich doch zur frühen Morgenstunde eingefunden. Auch ein Team des Hessischen Rundfunks war dabei und filmte. Hier wird die Kleidung angelegt und dann geht es eigentlich auch schon los. Die letzten 80 Ja, dann machen wir Brunnenallee hoch und dann biegen wir an der Wandelhalle ab runter im Kurpark. Machen wir das so, dann können die mit den Autos eigentlich noch zwei Fahrten bis zur Wandelhalle. Und dann. Ja, Team Grisou ist in meiner Stammfeuerwehr Wetterburg geboren worden quasi. Da ging es los mit dem Treppenlauf. Ja? Und ja, dann fielen die Kameraden doch irgendwie so ein bisschen aus und hat mein Sohn gesagt, ich mache mit. Von klein auf ist mein Spitzname immer Grisou gewesen. Und da hat dann der Junior gesagt, dann nennen wir uns Team Grisou. Und das war's dann. Und was macht ihr als Team Grisou? Wir machen Firefit-Wettkämpfe, wir machen Treppenläufe. Und so zum Jahresabschluss und Jahresbeginn meistens einen Spendenmarsch. Und dieser Spendenmarsch heute, wie kamst du genau dieser Idee? Wir wollten was tun für Arbeiter. In unserer Region, die Feuerwehren sind nicht in die Einsätze eingebunden gewesen. Da haben wir dann gesagt, dann lassen wir uns was einfallen. Und ich habe hin und wieder dann immer so ein paar bekloppte Ideen. Und dann habe ich gesagt, komm her, wir laufen einfach mal da runter und machen einen Spendenmarsch daraus. Und was genau ist jetzt das Ziel? Wofür macht ihr das? Wir laufen für den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler. Da geht es darum, dass die ganzen Ausrüstungen erneuert werden müssen. Die Gerätehäuser sind kaputt, also alles von den Feuerwehren in dem Bereich. Und die Gelder sollen dann speziell für Ausbildung, auch neu für Hochwassereinsätze und genutzt werden. Mhm. Und ihr macht das ja in voller Montur. Ich habe gehört, die ist nicht besonders atmungsaktiv. Was macht das mit einem, wenn man unterwegs ist? Das Problem ist, der Flüssigkeitshaushalt leidet sehr. Das heißt, wir leben eigentlich auch nur von Flüssigkeiten. Selber essen tun wir gar nicht, weil das verträgt auch der Magen nicht.
Und ja, im Einsatz bringt es uns künstliches Fieber und hier macht es halt rundum dicht. Das ist quasi wie ein laufender Plastiktüte. Ja, bitte, also Ernährung muss auch umgestellt werden dann. Ja, komplett. Also wie gesagt, im Bus gibt es Bananen und das war es auch mit fester Nahrung. Okay, alles klar. Genau, das hat es eigentlich schon so schön knapp geantwortet. Wollen Sie selbst noch was loswerden, was wichtig ist? Wir möchten uns bedanken bei allen, die hier sind, die uns unterstützen, bei den ganzen Feuerwehren, auch hier bei der Feuerwehrbad Wildungen, die Stadtbad Wildungen, die uns das ermöglicht haben. Die Johanniter, die selbstlos kurzfristig gesagt haben, wir begleiten euch, dass ihr safe seid. Ja, wir können nicht genug danken für die ganze Unterstützung, auch bei unseren Familien. Der Deutsche Feuerwehrverband hat es groß kundgetan im Internet. Also danke. Also super für Unterstützung. Ja, ist jetzt mega. Uns kommen noch viele Läufer dazu. Ja, danke schön. Dann ist es vorbei. Und ist was geworden? Macht's gut, wir sehen uns. Auf die ersten 70, ne? 72.